Also bevor euch das wirklich passiert, was heute bei mir versucht wurde, habe ich mir das kleine Video hier zusammengestellt, um euch zu warnen. Es geht darum, dass man versucht, natürlich mit falschen E-Mails den Eindruck zu gewinnen, dass PayPal mailen würde und hätte hier ein Anliegen. In dem Fall schaut es erstmal so aus, PayPal, ihr Nutzerkonto wurde eingeschränkt, da rutscht einem schon erstmal das Herz in die Hose. Wenn man sich dann diese E-Mail direkt anschaut, dann ist die Aufmachung doch relativ realistisch, schaut so aus wie von PayPal. Es gibt hier einen Punkt 19 unserer Sicherheitsrichtlinie, wo von einem PPSEC bla 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 berichtet wird. Das kann man sich direkt ja auch mal anschauen. Und dazu öffne ich einfach Google und ich google mir ein mit diesem Begriff. Das Komische ist jedoch, dass wenn ich diesen Begriff suche, PayPal ist ja eigentlich weltweit bekannt, dann bekomme ich gerade mal 5 bzw. 6 Angebote, wo sich irgendwas mit Sex in the City drum handelt. Unabhängig davon ist das schon mal das erste Kuriosum. Ja, Punkt 19 unserer Sicherheitsrichtlinie dürfte ja bekannt sein. Beim genauen Hinschauen sehe ich natürlich, dass diese E-Mail nicht von PayPal kommt, nur weil vorne PayPal steht. Hier kommt es info@zerreisender.de. Auch der Inhaber dieser Domain zerreisender.de muss zwangsweise nicht der Täter sein. Man kann bei einer schlechten E-Mail-Konfiguration leider auch Opfer werden, wenn dann diese E-Mail-Adresse missbraucht wird, beziehungsweise der E-Mail-Server, dann gehen solche E-Mails raus, ohne dass man das mitbekommt. Bei Zahlungen überprüfen, wenn ich mit der Maus drüber gehe, nicht klicken, dann sehe ich, dass diese E-Mail anonymisiert wird, also dieser Link. Das heißt, von Bit.ly würde hier ein Link geöffnet werden. Bit.ly ist eine seriöse, wie soll ich sagen, Domain, die kürzt euch ganz lange URL oder Webseiten auf einen ganz kurzen Moment zusammen. Aber dieses Anonymisieren ist nicht PayPal-konform. Da müsste dann eigentlich auch PayPal.com drin stehen. Das heißt also, ich mache mir Sorgen und schaue jetzt direkt mal bei PayPal nach, um zu überprüfen, ob dieser Vorgang auch offiziell bei meinem PayPal-Konto gelistet ist. Ich gehe dazu unter mehr in den Konfliktlösungen rein und sehe, dass kein einziger Konflikt offen ist. Das einzig Sinnvolle, was ich jetzt bei PayPal machen kann, ist unten bei Sicherheit anzuklicken und finde dort ziemlich weit unten das Thema immer für Sie da, das Keyword Phishing. Dort wird mir dann mitgeteilt, dass ich diese E-Mail an spoof@paypal.com weiterleiten kann und löschen soll. Das werde ich jetzt auch tun, aber mit dieser Information also möchte ich euch sensibilisieren, achtet darauf, von wem E-Mails kommen. Nur weil vorneweg der Name drin steht, heißt es noch lange nicht, dass das der Inhaber ist.